So, wir hangeln uns von Schatten zu Schatten. Oh, ich bin ziemlich fertig. Herzlich willkommen beim Mammutmarsch Rhein-Main. Morgen. Wir sind schon außer Rand und Band. Wir haben 6.19 Uhr und meine Wasserblase ist undicht. Es geht ja los. Es geht los. Wir fragen jetzt mal nach Klebeband. Frage habe ich noch an euch. Seid ihr bereit, heute zum Mammut zu werden? Macht mal ein bisschen Lärm! Die Höhenmeter können schon ein bisschen was. So, 4,75 Kilometer zurückgelegt. Bergauf. Bergauf. Das, also ich fand es schon ganz schön krass. Ich auch. Da war schon die ein oder andere, warte, jetzt lacht Carina wieder, Rampe dabei. Also wirklich so, dass man fast mit der Stirn den Boden berührte. Ja. Nein, es ist schön. Ja, so mal weiter. Spätestens an VP1 melde ich mich. Ich bin die, fangen wir vorne an. Trinkblase scheint dicht zu sein jetzt. MacGyver hat das geregelt. Ich bin ungefrühstückt los, weil heute Morgen noch kein Bäcker auf hatte. Deshalb machen wir doch ein kurzes Päuschen an VP1 und dann melde ich mich wieder. So, wir haben uns auf den Neroberg gequält, VP1, jetzt gibt's was zu essen, hurra! Hinten war ein Kletterpark, da haben wir noch kurz eine Runde gedreht. Nein, jetzt schnell was snacken und dann geht's weiter. Gar nicht erzählt, wie viel wir heute machen. Also es ist der Mammutmarsch Rhein-Main. Es gibt 55 Kilometer und 30. Wir wollen die 55 machen. Wir machen die 55. Laut Komoot hat zwischen 800 und 900 Höhenmeter. Das ist ja immer je nachdem, mit welchem System man aufzeichnet, unterschiedlich. Ich glaube auch, dass es 1000 sind. Ich schon gewesen. 1,15. So werden wir das schon gemacht haben. Ja, ich finde es bis jetzt ganz schön hier. Mal gucken, was da kommt. Es kommen wohl noch Weinberge und ich hörte munkeln, dass es ein Wein-VP gibt. Mit einer oder zwei Weißweinschorlen. Ja, gut. Dann kommt mal weiter mit.
14,3 Kilometer. 14,3. Ihr merkt schon, wie fertig ich bin. 14,3 Kilometer. Ich kann jetzt nicht sagen, dass es einfach ist. Nein. Und ich finde tatsächlich bis jetzt auch vergleichbar mit Eifel. Wobei Eifel war auch so viel Kraxelei. Also wer dabei war am Anfang, diesen komischen Berg hoch und so. Also so, da war ja viel. Wie heißt das, wenn man nicht auf normalen Straßen läuft? Ja, dass man nicht auf normalen Straßen läuft. Bridge by Komoot, glaube ich, oder so. Sowas war ja bei Eifel viel. Hier halt Waldwege und so. Gleich kommen noch die Weinberge. Anspruchsvoll, finde ich. Aber schön. Ja, ich bin ja nicht so der Höhenmetermensch. Werde mich aber trotzdem immer wieder für diese Märsche anmelden. Weil ich mich auch einfach gerne quäle. Ja, wir machen jetzt noch ein bisschen. Da müsst ihr mir nicht beim Atmen zugucken. Zuhören vor allem. Bis gleich. Modisch sind wir auch schon top unterwegs in unseren Kühltüchern. Ja. Es ist, finde ich, unglaublich warm. Ja. Es geht unglaublich viel hoch und es geht unglaublich viel runter. Aber wir wollten euch von unserem Pakt erzählen. Wir jammern erst ab Kilometer 40. Das ist total super. Bergauf auch. Ja, es ist wunderschön. Vor allem die Höhenmeter machen mir Freude und auch das tut nicht weh im Knie, wenn man wieder runter geht. Das Wetter ist auch richtig schön. Es ist alles Sonnenschein. Ja, es bringt ja nichts, wenn wir uns gegenseitig runterziehen. Also haben wir einfach gute Laune bis Kilometer 40. Und die letzten 15 gucken wir mal. Ja, ich mag ja so tropische Temperaturen. Ja, in 4 oder 5 Kilometern kommt der nächste VP. Dann melden wir uns nochmal. Gerade die Kamera ausgemacht. 20 Kilometer Schild. Und wir sind mitten in den Weinbergen. Ein traumhafter Ausblick, den wir uns aber auch hart erkämpft haben. Ja, wo Weinberge sind, ist übrigens kein Schatten. Richtig. Damit der Wein lecker wird. Das testen wir gleich. Knapp 25 Kilometer, VP2. Ich bin ganz schön fertig.
27,2. Wir haben die Halbzeit. Es ist unerträglich heiß. Es ist schön warm, wolltest du sagen. Wir sind ja noch nicht bei 40 Kilometern. Schön warm. Ja. Carina hat sich auch eben das Außenband gerissen, darf aber noch nicht jammern. Weil wir ja, wie gesagt, nicht bei Kilometer 40 sind. Ja. Pech. Das ist einfach Pech. So. Der nächste VP ist gar nicht so weit weg, jetzt vom zweiten. Das sind 8 oder 9 Kilometer. Ja, zwei davon haben wir jetzt schon wieder gemacht. Oh, ich bin ziemlich fertig. Nicht muskulär, aber die Hitze. Ja. Das ist ziemlich krass. So ihr Lieben, den größten Berg haben wir glaube ich hinter uns. Und es geht jetzt auch schon eine ganze Weile bergab. Mir geht es wieder etwas besser. Na, das haben wir ja gar nicht mitbekommen. Die war ja eben vor. Ich habe ja nicht gejammert. Ja, ich habe geweint. Ich habe nicht geweint. Also eine Träne im Gesicht und ein vibrierender Mund. Es ist sehr heiß, ich schwitze. Ich schwitze einfach auch sehr. Und jetzt weiß ich nicht mehr, was ich euch erzählen wollte. Gut. In 5-6 Kilometern noch die nächste Kaffee. Und dann freue ich mich auf hoffentlich eine Cola. Das wäre großartig. Ja, außer dass ich gerade am Berg fast einen Herzinfarkt hatte, geht's uns gut. Sehr gut. Ja, sehr gut. Bis gleich. So, wir hangeln uns von Schatten zu Schatten, hatten aber gerade ein kleines Motivationshoch. Wir sind bei Kilometer 35 jetzt. In 4 Stunden sind wir da. Bis gleich. Theoretisch, wenn wir jetzt keine Pause machen würden. Aber 4 Stunden, 20 Kilometer. Ich meine, hier, links, machen wir auf einen kleinen Zeh. Ja. Sieht gerade gut gelaunt aus. Sind wir. Sind wir auch. Sind wir schon sehr lange. Aber wie ich gerade schon gesagt habe, wir hangeln uns von Schatten zu Schatten. Es sind viele Sitzpausen. Trotzdem halten wir unseren Schnitt von 5 km. Was uns aber am Ende richtig egal ist. Ankommen. Ja. Wollen wir. Das wäre großartig. So, weiter geht's durch die Sonne. Ich habe leider einen Sonnenbrand am Arm, obwohl ich mich eingecremt habe. Kann es jetzt nicht ändern. Ein Kilometer vor dem nächsten VP. Ich höre mich an wie so ein Pilot. Meine Damen und Herren, ein Kilometer ist die Landung. Es ist immer noch sehr warm und Lisette hat, glaube ich, schon einen Sonnenstich. Nee, das versuchen wir gerade zu vermeiden. Das wollte ich sagen, wir sitzen nämlich schon wieder im Schatten. Gehen jetzt aber weiter. Wir trinken keine Weinschorle. Nein. Ich werde mir die in den Rucksack kippen für später. Für zu Hause. Kann Christian auch was von uns haben? Ja, Christian. Wir auch eine mit Christian. Wir kippen die einfach in den Rucksack, dann kann nachher rausschlürfen. Wir gehen jetzt noch den... Nee, ich sag's nicht. So, bis später. Wir könnten auch die ganze Zeit in dem Schatten von dem Mann gehen. Zu zweit. Zu zweit. Ja, warte mal, komm. Da ist der VP. VP3 lassen wir hinter uns und ziehen weiter. Der nächste kommt in 12 Kilometern. Weinschorle haben wir uns keine genommen. Es gab auch alkoholfreie. Ich habe aber auch keinen Bock. Also wenn dann die eine mit Alkohol gewollt hat, aber jetzt keinen Bock, die 300 Gramm und 330 Milliliter zu schleppen. Ne, wäre gar nicht gegangen. Die gibt es nur auf. Ah, die gibt es auch nur auf. Okay, dann nicht. Und ich hau mir jetzt hier keinen Traubensaft rein, weil kein Bock auf Flottenauto. So, weiter geht's.
Kilometer 40, das heißt, jammern ist erlaubt. Wir das müssen ist wirklich total schrecklich. Nein, ich habe ja diesen Bänderriss. Wir müssen noch entscheiden, ob wir jetzt wirklich schon jammern. So. Weil eigentlich ist es schön. Ist wirklich sehr schön. Aber ich habe auch einen Bänderriss. Jetzt hör auf, wir jammern noch nicht. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, ich hau jetzt einmal alles raus und dann wird wieder nicht gejammert. Also, zwei Blasenpflaster. Einmal fast den Hitzetod gestorben, also mehrmals. Aber einmal wirklich? Ja, einmal in echt. Einmal in echt mit bebender Unterlippe und einem Tränchen. Obwohl wir ja eigentlich gar nicht jammern wollten. Und ein Wolf. Ein richtig fetter, übler Wolf. Seit kurz vor dem letzten VP. Aber es ist sonst alles wirklich schön, oder? Ich habe nur einen Bänderriss und sonst ist alles super. Ich hätte ein bisschen Hunger. Ich muss dazu sagen, also der Lauf ist schön, aber wenn ich nochmal einen Marsch buchen würde und das Wetter wäre angesagt, würde ich tatsächlich absagen. Das mache ich nicht nochmal. Das kann nicht gesund sein. Da lagen so viele in den Weinbergen nachher, denen es wirklich nicht gut ging. Und auch an diesem Berg, an dem ich da so gelitten habe, da war ich nicht die Einzige. Das war auch der Notarzt schon da. Ja, das ist alles nicht gesund. Also bei, weiß ich nicht, 28, 29 Grad würde ich da eine Grenze ziehen, wenn die angesagt sind. Ja, dann gehen wir jetzt noch ein bisschen weiter, schön am Rhein. Es ist wirklich schön, es gibt immer wieder Bäume. Ja, es sind nur noch 15 Kilometer. Theoretisch nur noch 3 Stunden, aber wir sind natürlich ein bisschen langsamer, machen noch ein kleines Päuschen. Ja, wir reizen das heute voll aus. So, bis gleich. So, ihr Lieben, Kilometer 45. 10 Kilometer. So im normalen Wanderalltag ein Klacks, aber ich habe mittlerweile 6 Pflaster geklebt. Ja, tut ein bisschen weh. Carina hat Knie, Schienbein, aber alles in allem, also ist es eigentlich okay. Also dafür, dass wir schon so weit gelaufen sind. Lach doch mal. Ja. Total okay. So, wir sehen VP4, die Lage ist nicht so toll, ja, bis gleich, mehr habe ich gerade nicht zu sagen. So, wir haben VP4 verlassen, es ist nicht schön, aber es ist wieder etwas besser. Wir müssten so in 2 Kilometern, 1,5 Kilometern das 50-Kilometer-Schild sehen und dann der Rest. Und dann haben wir hoffentlich bis dahin durchgezogen. Ich gehe jetzt stark davon aus. Ja, und dann holen wir uns die Medaille. Wenige hundert Meter bis zum Ziel. Es hat noch gewittert und geregnet. Das hat uns trotz völlig zerstörter Füße noch mal schneller gemacht. Bin ich jetzt nicht traurig drum? Eben schon. Ja, wir sehen uns im Ziel.